Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kaplindfort und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute fahren wir wieder und zwar nach Moers. Und da hat es alles angefangen, in Moers. Und wir fahren jetzt dahin und heute fahren wir was ganz Cooles, was ihr schon im Titel hier gelesen habt. Warte, die Cookie, Die Cookie steht immer, immer im Weg. Mein Baby, ne? Mein Baby, wo ist dein Ball? Wo ist dein Ball? Falsche Richtung, da ist dein Ball. Nein, nein. Guck mal, wie ein V8. Nein. So. Und wir testen neue Shampoos. Hier, guck mal. Variante 1, Variante 2. Ne, umgekehrt. Das ist 2, das ist 1. Und wir testen die und testen für unsere Produkte, die wir in unserem Online-Shop haben. Ja? Vielleicht können wir es jetzt kurz hier einblenden im Video. Und ja, wir testen so lange, bis es passt, wie ich es haben will. Und danach verkaufen wir das. Ja. Chef, mach mal Tür zu. Das ist echt geil, ne? Das ist richtig schön. Boah, sehe ich nichts mehr. Heute ist ein traumhaftes Wetter, meine Freunde. Traumhaft. Ich liebe das, ne? Von mir aus kann das minus 700 sein, aber es muss trocken sein, weil ich hasse Regen. Wir fahren heute nach Moers und zwar zum Dacia-Händler. Jetzt sagen alle Dacia-Händler? Fragezeichen von hier bis nach Bagdad. Ja, warum Dacia? Ich habe in einem letzten Video mit Jean-Pierre von JP Performance mich so ein bisschen unterhalten und so weiter. Und da kamen wir auf das Thema Dacia Duster. Das Konzept, was wir gemacht haben, ist natürlich etwas hardcore. Ja, also es ist wirklich ein bisschen viel, aber das war auch so gewollt. Thema Messe, ne? Hast du mitbekommen? Ja. Ich bin echt traurig. Sehr traurig. Wirklich. Wir haben so schöne Projekte, die wir zeigen könnten. Ja. Hyundai i30N. Der Golf 2 von JP, die Überraschung von JP, das geheime Projekt, was wir mit ihm bauen, ja, das ist auch schön. Ja. Ich habe letztens ein Lob von ihm bekommen. Ja. Ich bin so frech und ich spiele das hier rein. Ja. Ich mache in dem Video die Sprachnachricht von Jean-Pierre und zwar, wenn wir gleich anhalten, ich kann das nicht während der Fahrt machen, das macht man nicht. Auf jeden Fall. Dann spielen wir die Nachricht gleich rein, was er hier mir gesagt hat, bei dem geheimen Projekt. Ja, auf jeden Fall Golf 2, i30N, geheimes Projekt. Was haben wir noch? Audi Coupé. Audi Coupé, Audi RSQ3. Wir haben dieses Jahr so geile, krasse Projekte gemacht. Und jetzt findet die Messe nicht statt. Für unsere Branche ist das eine pure Katastrophe. Wenn manche Händler, ich sag mal, Tuner sich auf deutschen Markt oder hier auf einen kleinen europäischen Markt, was hier drumherum um Deutschland liegt, spezialisiert hat, der hat noch mehr oder weniger Glück. Ja? Aber wir waren spezialisiert auf asiatischen Markt und auf den amerikanischen Markt. Mhm. Und das ist natürlich für uns ein Riesenproblem. Ja? Warum? Weil die Versandkosten sind explodiert. Explodiert. Aber alles hat einen Vorteil. Wir haben mehr Zeit für euch. Ne? So, jetzt kommt die Nachricht von Jean-Pierre. Ich habe Bilder geschickt von dem Auto. Achtung, jetzt kommt. Echt hart sprachlos, das ist echt krass. Ich check auch nicht, wie das geht, wie ihr das macht sich jedes Mal. Das ist echt sehr, sehr geil. Auch mal an die Jungs dickes Dankeschön, dickes Kompliment sagen. Ganz toll. So, das war's. Ja, wir haben ein anderes Thema noch gehabt. Ja, ein dickes Lob. Das ist das Gleiche, als wenn ihr uns so Kommentare schreibt, ey, cool und so gut gemacht und so weiter. Das macht uns stark. Sehr stark. Je mehr wir davon bekommen, desto mehr, je mehr Lob, desto besser ist das eigentlich für uns. Das tut in der Seele gut. Und es zeigt auch, wir sind auch, wir gehen auch in die perfekte Richtung. So sieht es aus. Lass aussteigen. Ich sage immer, Basis ist das Wichtigste, was wir brauchen. Ja? Alles andere machen wir. Mal nach oben.
So, jetzt gehen wir rein und gucken, wie die uns empfangen hier. Hast du eine Maske? Nein. Was? Hast du die Maske nicht mit? Scheiße. Ehrlich jetzt? Ich habe auch keine. Ich dachte, du nimmst welche mit. Oder wir fragen hier, ob die welche haben. Ja, oder so. So, in Frage. Los geht's vom Prinzip her bei 11,7 im Moment. Ist das brutto? Das ist brutto. Boah. Jetzt mit 16% Mehrwertsteuer gerechnet. Mhm. Ne? Aber das ist halt wirklich nackte Wurst. Ja. Hm. Aber halt. Wow, Prestige. Hm. Das ist das Sondermodell? Ah, okay. Mhm. Also 20.000 ist das teuerste Modell. Ja. Mhm. Okay. Wie viel Leistung hat er? Das ist das Schöne, die haben in der Motorenbezeichnung die alte PS-Zahl drin. Ne? Achso, okay. Ja, 150 PS hat er. Mhm. Oh, okay. Also so langsam darf der ja nicht sein. Da muss schon zügig sein. Ich meine, das ist ein Diesel, ne? Mhm. Der 150 PS Benziner. Achso, okay. Diesel hat 115. Dankeschön. So sieht's aus. Also wir fahren den Dacia Duster. Was da draus wird, schauen wir mal. Duster, Englisch aus. Ach, Duster. Duster. Okay, nicht Duster. Duster wird später. Mhm. Ich habe gerade eine Werbung gesehen, letzte Tage, von einem bestimmten Auto, was ich eigentlich sehr cool finde. Und zwar der rote da hinten. Der Nissan. Juke. Der neue. Das sieht echt nicht schlecht aus, ne? Die haben sich immer, ich meine, es ist auch wieder Geschmackssache. Ich mochte dieses Froschaugen von dem Vorgängermodell gar nicht. Genau, ich auch nicht. Der ist unwahrscheinlich technisch geworden, also auch mit Google Assistant und allem Möglichen. Ganz kurz angucken, vielleicht nicht zum Thema das da, aber vielleicht, wenn wir schon mal hier sind. Das sieht echt cool aus. Im Gegensatz zu dem Vorgänger ist er natürlich wirklich riesen Vorsprung. 25.000. Oh ja, guck mal, Josen. Schön. Ja. Sieht echt gut aus, ne? Sascha darf mit dem Rolls-Royce nach Hause fahren. Und ich fahre den neuen Rolls-Royce. Wo ist der Schlüssel eigentlich? Alter. Darf ich das aufmachen? Mach auf. Darf ich das aufmachen? Sind das zwei? Zwei, ja. Okay. Sollen wir nicht einen lieber hier lassen? Ganz normal, ich mal bei Sand, aber mir ist es egal. Ich kann auch einfach getrennt. Oh ja, machen wir lieber. Wenn dann beide weg. So, auf jeden Fall, der Sascha fährt mit dem Rolls-Royce nach Hause und ich war bei einem neuen Rolls-Royce. Von Schlüsselgröße ist das, jetzt dürft ihr selber entscheiden, wer macht die bessere Arbeit, Rolls-Royce oder Dacia. Ja, also, ja, das war jetzt gemein, gegenüber von Rolls-Royce. Aber ist leider so. We'll be right back.
bei uns in der Firma angekommen, in Kamp-Lintfort. Und ich muss eins sagen, das finde ich schon sehr zügig, ja, für das Auto. Ja. Qualitätstechnisch, viele sagen, der ist extrem billig. Ich würde es nicht sagen, der ist vielleicht günstig gebaut. Aber ich finde, dass es wirklich auch hier sowas, auch wenn das Plastik ist, ja, guck mal von vorne, schlägt sich das nicht aus. Ja. Nee. Oder findest du das schlecht? Nee. Ich finde das sogar cool, so abgesetzt. Ja, natürlich ist alles Kunststoff an dem Auto, aber ich würde sagen, ganz billig ist das nicht. So. Was ziemlich geil ist, ist das, ne? Wo du gerade dran gefasst hast. Was denn? Ist deine Kamera sogar, ne? Ja. Also, ehrlich, Leute, also wer ich sag mal, nicht so viel Geld hat oder wer so ein Auto braucht, von A nach B zu kommen, ne? Das reicht. Schlecht das nicht. Ich bin so ein bisschen überrascht, dass das dann nicht so ist, wie ich mir denn vorgestellt habe. Ich habe mir das schlecht vorgestellt. Ja, aber. Auch innen finde ich gut. Ich bin so ein bisschen überrascht, ja. Also Preis-Leistung würde ich mal bei dem Auto behaupten, 1 plus. Für 11.000 Euro, natürlich jetzt nicht in der Ausstattung, aber für 11.000 Euro so ein Auto zu bekommen, schlecht ist das nicht. Was bekommt man für 11.000 Euro Neues hin? Wir reden hier von einem kleinen SUV, ne? Man darf nicht vergessen, guck mal, wie der drin aussieht. Mhm. Ja? Natürlich ist das alles Kunststoff hier, nur was erwartet man für 11.000 Euro? Ja. Ich meine, die anderen, die hier schön aus Leder sind und so weiter, die sind ja nicht komplett aus Leder. Ja? Das ist auch Kunststoff, was mit Leder überzogen ist. Also, weil Leder hat ja keinen Halt. Ne? Deswegen. Aber der hat Leder hier. Achtung! Oh, sogar mit einer schönen Naht. Ne? Sehr schön gemacht. Obwohl er so günstig ist, haben die trotzdem auf einen kleinen Detail geachtet. Ne? Mal ein bisschen Leder reingemacht. Ehrlich, ich finde das wirklich cool. Also ich finde das wirklich richtig cool. Man hätte einen Kotflügel auch so machen können, dass er einfach quasi ausläuft. Aber nein, die haben so wie, ja, ich sag mal so angedeutet, so einen Lufteinlass. Ja? Aber finde ich ein cooles Element. Doch, also komm. Also Leute, ehrlich, wir reden von einem Dacia. Ne? Und das ist trotzdem eine große Überraschung für mich. Ja, lass uns fahren. Hat viel mehr. Ganz klares, einfaches, fast wie ein McLaren. Ja? Ein Bildschirm, Tacho, fertig. Ja. Zum Beispiel diese Klimatronik. Ja? Guck mal, ist sogar nicht so schlecht. Ja. Mega aus. Ja. Gibt Autos, ich kenne Autos, die im Premium-Bereich sind, die haben das nicht so schön. Ja? Hier, Multifunktionslenkrad. Oh ja. Es ist nicht so, dass man sagt, das ist kein Auto. Das ist der verrückte GLS-Fahrer. Ne, Dennis? So, auf jeden Fall. Alles drin. Hier, guck mal, muss man nicht. Keine Kurbel, alles elektrisch, Spiegel elektrisch, Navi. Klimatronik, alles Mögliche ist drin. Also Packtronik, Kamera. Kann man ein LKW. Also Unfalltest wollte ich nicht machen. Kann ja eigentlich schon. Offroad? Klar. Soll ich es zeigen? Nein, im Großen und Ganzen sehr einfaches Auto mit nicht ganz wenig Ausstattung. Verarbeitung, klar, Kunststoff, aber ordentlich. Was mir sehr zum Beispiel gefällt und auffällt, zum Beispiel die abgesetzten Spiegelkappen in, sagen wir, Aluminium-Look. Ja, ist zwar Kunststoff, aber sieht optisch sehr schön aus. Ich finde auch den Grill sehr, sehr schön. Eigentlich ist das Auto vom Design her sehr einfach. Zu den Felgen würde ich mal sagen, die sind wirklich super. Vom Design her wirklich cool. Klar, für unsere Verhältnisse ein bisschen klein, aber dafür sind wir ja da. Die Lufteinlässe in dem vorderen Kotflügel finde ich richtig cool. Das sieht aus, als wenn das Auto schon, ich sag mal, so ein bisschen getuned wäre. Finde ich sehr schön. Sehr schöne Partie an dem Auto. Ich finde
Das Auto ist wirklich Preis-Leistung sehr gut. Ob ich mir so ein Auto jetzt für mich selber kaufen würde, weiß ich nicht. Sollen wir eine Beschleunigung machen? Ja. Mal auf der Haube bitte filmen. Auf die Plätze. Fertig und los. Was denn? Ist gut. Na komm, also. Also ich muss eins sagen, ich bin schon schlechtere Autos gefahren. Ja. Ja? Vom Anzug her. Sechsganggetriebe. Unser Test, das da ist ein 150 PS Benziner. 1,3 Liter. Ne? Spurwechselassistent. Spiegel elektrisch verstellbar. Also ehrlich, der ist etwas lauter. Okay, was piept ab und zu, ne? Ja, ab und zu piepst da was. Welche, was machst du hier? Wenn du über 50 fährst, 60 fährst. Ah, kann das sein? Das stimmt. Ja, ne? Ja. Der hat, guck mal, wenn ich zu schnell fahre sogar, sagt er mir, Welzeck, du bist zu schnell. Das ist sehr gut. Manchmal braucht man das. Also Becherhalter, das weiß ich nicht, was das ist. Das ist Halter von Halter. Das ist so ein Korkenhalter, glaube ich. Ja. Wenn man eine Weinflasche aufgemacht hat, kann man eine Korken. Oder Zigarre vielleicht oder sowas. Das weiß ich nicht, was das ist. Die Musikanlage ist okay. Ja? Scheppert ist nicht so richtig, aber. Aber der ist schon gut. Achtung! Mehr innen als außen. Das ist ein wirklich sehr schönes Auto für diesen Preis hier. Ja. Falls irgendeiner an dem Wagen hier Interesse hat, der kann sich gerne da melden bei dem Dacia-Händler in Moers. Schlecht sind die nicht. Hm. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das sagen werde, aber es ist so. Dacia! Ich finde Dacia mega geil. Ich brauche nicht mehr Auto. Das ist eigentlich schon wieder fast zu viel. Naja. So wirklich feiern würde ich. Ja, alles gut.